Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Westeros of the War. Ja, beim letzten Mal ist mir das Spiel abgeschmiert. Ich befinde mich jetzt hier wieder auf der Schlachtkarte. Hab hier schon mal die Aufstellung soweit begonnen. Ich klicke jetzt mal auf Schlacht starten. So, wir haben also hier jetzt. Hier haben wir ein paar Streiter der Kronenlande, okay. Hier Söldnersperrträger. Okay, also nichts allzu krasses. Und die anderen kommen da hinten. Gut, dann würde ich sagen, stürmen wir schon mal die Burg. Rückt ihr mir alle mal ein klein bisschen vor. Ah, da fangen sie auch schon an drauf zu schießen. Ihr geht mir schon auf die Welle. So, dann hoffe ich ja mal, dass das Spiel diesmal nicht wieder abstürzt. Das wäre jedenfalls sehr schön. Na. Mit Feuerpfeilen, bitte. Ihr geht mal davor. Na, fangen Sie schon an zu schießen? Ja. Ja, jetzt fangen Sie an zu schießen. Okay. Ja, ihr könnt gerne auch ein Stück weiter vorrücken. Sind die Schwertkämpfer denn so lahmarschig? Bewegt euch mal ein bisschen. Die Leitern sind jetzt in Position. Mauern haben dem Zorn des Nordens nichts entgegenzusetzen. Dem Zorn des Nordens? Ah ja. Wir sind aber keine Nordmänner. Ah, da hinten kommt schon die Verstärkungsarmee. Wieder dasselbe Problem wie beim letzten Mal. Ich gehe da mal lieber nicht hin. Der Rambock ist an Ort und Stelle. Nicht, dass es wieder abschmiert. Okay, der Typ ist gerade ganz schön laut, deswegen unterbreche ich manchmal vielleicht ein bisschen, aber das ist nur für mich so laut. So, ihr geht bitte mal hoch. Hat vielleicht ein paar mehr Leitern benutzen sollen. Hm, naja. So, das Tor ist auch bald auf. Haben die hier überhaupt schon irgendeinen verloren? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe hier jedenfalls keinen Toten. So, ihr seid hier auf jeden Fall schon mal am Kämpfen. Die Söldnersperrträger sollten eigentlich keine Chance haben. Die Tore sind gefallen. So, das Tor ist offen. Sehr gut. Dann geht ihr mir schon mal vor. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Dass ihr vielleicht die Fallen auslösen könnt. Zerschmettern wir den Feind. Wenn die denn welche haben, ich glaube aber nicht. Unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. So, jetzt rein da. Die Mauern des Feindes gehören jetzt uns. Eigentlich könnte ich mit denen ja mal durchgehen und die Kavallerie dann hinten reinreiten lassen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, die Bogenschützen können ein Stück nach vorne. Die ziehen sich hier zurück. Stellt euch mal hier längs auf. Da haben sich die Streiter der Kronenlande zurückgezogen. Okay, ja, die ziehen sich alle zurück. Okay, sehr gut. Oh, wer kommt denn da? Da kommt der gegnerische General. Ja, dem reiten wir mal entgegen. Oh, da kommt generell die gegnerische Armee. Okay, dann stellt ihr euch vielleicht doch mal hier auf. So, die zwei könnten eigentlich mal hier rüber gehen, die Schwertkämpfer. Die könnten eigentlich schon mal hier längs stürmen, so in die Richtung. Die Pikadiere nehmt da mal mit. Oh, der kriegt hier gerade ganz schön aufs Maul, wie ich sehe. Ja, komm, du ziehst dich mal zurück. Stannis sollte das hier eigentlich ganz gut machen. So, die Bogenschützen, die können eigentlich auch mal in die Mauern rein. Greif die mal bitte an, und zwar ein bisschen schneller. So, die Schwertkämpfer sind hier schon unterwegs. Okay, der feindliche General ist tot.
Komisch, dass da keine Meldung kam. Also keine Audiomeldung. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen verwirrt. So, hier hinten geht die Action ab. Da drüben kommt die Verstärkungsarmee. Gucken wir mal. So, er zieht sich hier zurück. Oder? Nee. Okay, die Gegner kommen noch nicht. Versucht die mal irgendwie zu flankieren. Und ihr macht mal den Pikenball. So, gehen wir mal ein bisschen rein hier. Heilloses Durcheinander. Ihr sollt die eigentlich flankieren. Gut, der Ansatz ist zumindest schon mal da. So, genau, jetzt geht ihr hier noch rein. Und ihr kommt hier von der Seite. Gut, das sollten die da jetzt eigentlich ganz gut hinkriegen. Dann können wir uns mal hier hinten drauf konzentrieren. Hier haben die es auch gut geschafft. Okay, Stannis zieht sich mal zurück. Die Armee stellt sich hier jetzt mal auf. Oder? Sekunde, wo kommen die? Ah, ne, okay, die kommen hier rein. Dann gehen wir mal hier links. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Na, ihr könnt eigentlich gleich hier bleiben. Versucht mal auf die zu schießen. Okay, die sollten hier nicht mehr lange durchhalten. Warum zieht ihr euch jetzt? Wart ihr die? Okay, weil hier noch zwei Einheiten von denen waren, alles klar. Ballert mal auf die da hinten. Von euch geht eine Einheit mal hier noch links. Und der Rest von euch, ja, geht mal hier mit hin. Schauen wir mal, was hat er da überhaupt? Ausgezeichnet! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Burg erlangt. Ah, okay. Oh, wir gewinnen in 4 Minuten schon. Das reicht aber nicht, um die komplette Armee auszulöschen. Das gefällt mir nicht. Zieht euch mal zurück. So, drauf da jetzt. Ihr könnt eigentlich hier auch mal mit rumkommen. Dann kreisen wir sie so ein bisschen ein. Bisschen schneller weg da bitte. Ich glaube nämlich, die 3 Minuten reichen nicht aus, um die komplette Armee von denen aufzureiben. So, hier läuft man hier hinten rüber. Machen die Friendly Fire, die Bogenschützen? Befehle ausgeführt, mein König. Ja, ich glaube, die machen Friendly Fire. Die stelle ich mal doch lieber da hinten hin. Stannis könnte eigentlich auch mal hinten reinreiten noch. Obwohl, die haben Speerträger. Ich lasse es mal lieber. Feige der Feind davonrennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Okay, jetzt fliehen sie. So, jetzt können wir mit denen hier von hinten kommen. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ja, das sieht gut aus. Sind überhaupt noch Gegner da? Ich sehe nichts Rotes. Nö, ich glaube, das war's. Hier wird auf der Karte noch einer. Ah, jetzt. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Okay, das hätten wir geschafft. Wie
Wie viele Männer haben wir verloren? 155. Haben aber die gesamte Gegnerarmee zerstört. Das ist ein schönes Ergebnis. Jetzt bleibt bloß abzuwarten, ob das Spiel abstürzt. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Ich will nicht alles nochmal machen müssen. Das wäre dann schon das dritte Mal. Na gut, fast das dritte Mal. Beim ersten Mal ist es ja während der Schlacht abgestürzt. Aber dieses Ergebnis gefällt mir richtig gut, also bitte nicht abstürzen. Na komm, es ist nur noch ein ganz kleines bisschen. Ah, ja, sehr gut. Lösegeldwert 4.280. Ja, wir können zahlen! Na, natürlich haben sie es abgelehnt, ist klar. Na gut, dann war's das eben mit deinen zwei Armeen, ist mir auch egal. Und Geweih haben wir damit auch erobert. Der Feind ist besiegt! Wir sind die Sieger! Stärke, Ehre und Sieg! Ah, wertvolle Gefangene. Bei der Eroberung von Antlingen? Ist das die Länderei? Okay. Dann heißt die Burg bestimmt Geweih und das die Länderei dazu... Ne, hier, Dingsen. Was war's? Antlingen? Okay. Bei der Eroberung von Antlingen sind uns Familienmitglieder des bisher hier herrschenden Hauses Bockwell in die Hände gefallen. Sollen wir sie für ein entsprechendes Lösegeld freilassen oder hinrichten? Wir nehmen das Lösegeld. Geld ist immer gut. Damit sind wir jetzt schon wieder bei 18.000. Und machen noch sehr gut Plus. Aber wir müssen ja auch wieder bezahlen an die Eiserne Bank. Das wird ja hier noch nicht mit einberechnet. Okay, jetzt müssen wir bloß noch die fette Armee da oben ausschalten. Die macht mir da so ein bisschen Sorge. Und dann ist bald Königsmund dran. Aber vorher müssen wir auf jeden Fall nochmal aufrüsten. Am besten holen wir uns vorher Grimwald nochmal. Und Jungfernteich müssen wir da oben auch nochmal ausschalten. Also ja, wir haben noch gut zu tun. Können wir denn nochmal nachbilden irgendwo? Ah, was ich als allererstes mal machen werde, ist das Spiel zu speichern. Den Fortschritt will ich jetzt nämlich auf gar keinen Fall verlieren. Das wäre jetzt richtig furchtbar. Die sind alle eigentlich noch gut bei der Einheitenstärke. Da brauche ich, glaube ich, noch nichts zusammenfügen. Es wäre schön, wenn der hier mal ein bisschen wieder Einheiten dazu kriegen würde. Was haben wir hier noch? Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher! Können wir hier hinten jetzt noch irgendwo was nachbilden? Nee. Und was Auserwählte wollte ich eigentlich eher weniger nehmen. Hier dauert es noch 3 Runden. Hier können wir gar nichts machen. Können wir hier was bauen? Wir könnten es zum Außenhof und so weiter aufrüsten. Ist aber auch nicht ganz das, was ich will. Hier dauert es immer noch 3 Runden. Können wir hier noch irgendwas bauen? Ist alles so teuer. Nee, ich lasse das mal lieber. Gucken wir hier nochmal. 8 Runden. Wie sieht es denn jetzt hier bei Geweih aus? Wir müssen nichts reparieren, okay. Das ist schon mal gut. Können wir hier was ausbilden? Ne, hier gibt es noch gar nichts. Hier könnte man vielleicht wirklich mal ein Garnisonsquartier machen. Da kriegen wir ein paar Sperrgardisten raus. Dauert aber auch 8 Runden. Und würde uns 6.000 kosten. Das ist kostspielig. Wir müssen hier ja erstmal die öffentliche Ordnung irgendwie festigen. Dafür würde ich erstmal eine kleine Kirche Rolors bauen. Das sollte, denke ich mal, erstmal reichen.
Gut, dann müssen wir mal gucken, wie er da oben jetzt agiert. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Ich weiß ja nun leider auch nicht, was... Junge, sei doch ruhig. Ich weiß ja nun leider auch nicht, was er hier für Einheiten drin hat. Der Katapulte oder sonst was hat. Wenn nicht, müsste er nämlich eine Runde meine Burg belagern, bis er mich angreifen kann. Und dann könnte ich mit Stannis halt zurückrücken. Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Das ist auf jeden Fall eine fette Armee, ja. Aber gut, ich beende erstmal die Runde. Ein Kandidat zur Adoption. Oh Gott, mein Stuhl, Alter. Furchtbar. Ja, nö, das lassen wir aber mal. Okay. Ich hoffe, ich muss das nicht zensieren. Mein Herr, Rolor sieht in euch offenbar einen würdigen Streiter des Lichts. Er sendet euch als Anerkennung und zum Dank für eure Taten mächtige Geschenke. Nutzt sie weise und rasch, denn ihr Verbleib auf dieser Erde ist nur von kurzer Dauer. So, mein Gott. Info: Einheit Rolors Schatten in Drachenstein erhalten. Auflösung erfolgt nach 15 Runden. Okay, das ist interessant. Da muss ich jetzt erstmal direkt nachgucken. Mission erfolgreich. 2 Einheiten Langbogenschützen. Okay. Wo ist denn Drachenstein? Da haben wir's. Rolors Schatten. Effektiv gegen Panzerung, verängstigen Feinde in der Nähe, ausgezeichneter Kampfcase, sehr gute Ausdauer. Okay. Beschreibung. Die können wir ja mal durchlesen. Gestalten aus Schatten und Licht, gesandt vom Herrn des Lichts höchst selbst. Um seinen Diener Stannis Baratheon zum Sieg zu führen. Kein Mann kann gegen diese übernatürlichen Wesen bestehen. Alleine ihr Erscheinen auf dem Schlachtfeld kann die Schlacht entscheiden. Kein Mann kann gegen sie bestehen? Ist das jetzt einfach nur übertrieben gesagt oder könnten die wirklich nicht getötet werden? Die werde ich auf jeden Fall mal rüberholen. Habe ich irgendwo noch ein Schiff? Ja, hier. Mein Herr? Okay, komm mal rüber hier. Kapitän, die Flotte kann dort nicht hinsegeln. Segel setzen! Eure Befehle! Nehme ich die Langbogenschützen ja. Auch gleich mit. Den Hellebardenträger ja. Hier auch. Männer, marschiert! Den kann ich eigentlich auch mitnehmen. Auf Drachenstein passiert ist sowieso nichts. Ja! Mein Herr? Gehst du mal hier hin, nächste Runde? Werf den Anker! Wir segeln morgen weiter. Dann füge ich die mal zur Armee hinzu. Ja! Na wobei, ich glaube, wenn ich die hier unten anlanden lasse, geht es schneller. Wir segeln morgen weiter.